Du kommst aus Holland angereist, Menno. Ich komme aus den Niederlanden und ich bin schon öfters in Graz gewesen, um mit X-Rocks Magazin verschiedene Sachen zu machen. Und ich bin vor allem tätig im Musikbereich, was gut anschließt mit alles, was X-Rocks so macht. Und das ist auch der Grund, dass ich jetzt hier bin, weil einer unserer Bands kann auch hier heute Abend spielen. Last Day Here. Ja, und die haben auch schon mehrmals auch in Graz gespielt, so die sind schon ein bisschen bekannt, hoffe ich jetzt hier. Das letzte Mal war ich auch hier, das war auf dem Tumorplatz hier in Graz, Open Air, war auch schön. Und jetzt ist Winter, so ein bisschen kälter. Gestern habe ich auch meinen ersten Schnee gesehen, weil in Holland gibt es nicht so viel Schnee und wo wir hier gefahren sind, gab es Schnee. So. Und das Schöne ist, ich kenne Günther schon seit langem. Gestern im Auto habe ich ihn noch abgefragt, wieso ich ihn eigentlich kenne. Ja, das ist irgendwie alles so zusammengekommen. Und das Schöne an heute ist, dass alles, was wir schon vor 3 Jahren miteinander besprochen haben, das kommt hier ein bisschen zusammen. Musik, Kunst, Design. Und das ist eigentlich auch die Idee von Graviton, um das alles beieinander zu bringen. So, wir arbeiten mit Leuten in ganz Europa. Ich habe Leute in Spanien, Italien, Frankreich. Ich versuche so in jedes Land auch Leute zu haben, die Graviton vertreten. Und dabei haben wir 3 Konzepte. Das erste Konzept ist die Musik als Label, um Bands die CDs herauszubringen, um sie live spielen zu lassen. Und das andere Konzept heißt Graviton, The Missing Link. Also wir versuchen ein bisschen diese fehlende Link, ich hoffe, dass das ein richtiges deutsches Wort ist, steirisch vielleicht auch. Und wir versuchen mit Leuten, die Fotos machen, Videos machen, Musik als Erlebnis oder Video als Erlebnis zu erreichen. Und das ist eigentlich unser Hauptziel und das ist auch etwas, was man heute Abend sieht. Und dann haben wir auch noch Graviton Design und da haben wir Leute, die mit Grafikdesign und alles auch versuchen, das bildlich zu gestalten, was wir mit Musik oder mit anderen Sachen machen. Und das versuchen wir auch strategisch so in Europa hinzusetzen, dass wir zum Beispiel gute Artisten aus jedem Land haben. Zum Beispiel aus Österreich arbeiten wir mit einer Band aus Linz, die so wie da St. Lou, die nachher spielt, kommt auch aus Linz. Anscheinend ist das Wasser in Linz sehr gut für die Kreativität und für Musikalität. Und mit Amity & Fame haben wir im September ihre CD ausgebracht. Und das läuft jetzt richtig gut. In Deutschland sind sie auf A-Rotation gekommen bei einer der größten Musiksender, das heißt iMusic One TV. So, das freut mich sehr. Und so versuchen wir auch mit einer Band aus Holland, aus Belgien, aus Frankreich austauschen zu können. So, ich habe mal eine Tournee gemacht mit einer holländischen und spanischen Band. Und das Gute ist dann, dass wenn die Holländer in Spanien spielen, dann spielen sie für viele Leute, weil die spanische Band ist da sehr bekannt. Und wenn die spanische Band, die normalerweise nicht so viel Chance hat, um in Holland zu spielen, ich sollte eigentlich baskische Band sagen, weil sie kommen aus dem Baskenland, das ist ein bisschen... ja, die haben dann auch die Chance, um ihre Musik, die singen auch auf Baskisch. Und da kriegt man auch oft, was soll man damit im Ausland, weil die Sprache kennt niemand. Aber ich finde es gerade... interessant, um das alles beieinander zu bringen. Zum Glück haben wir jetzt auch eine Band aus Los Angeles, die heißen Visa. Die kommen, die sind gerade auf Tour gewesen mit Serge Tankian von System of a Down. Und nächstes Jahr kommen sie zurück nach Europa und würden eine Headline-Tour machen. Ich hoffe, dass wir das auch in Graz machen können. Wir sind schon mit Günther im Gespräch. Und das ist auch eine multikulturelle Band mit Leuten aus Griechenland, Armenien, Puerto Rico. Und die machen eine Mischung von Rock, Metal mit griechischer, armenischer Musik aus dem Nahen Osten. Und das kommt sehr gut an. Auf die Konzerte bei Serge Tankian ist auch gut losgegangen. So ich freue mich auch schon auf die nächste Tour. Und da ist auch wieder schön, dass wir dann eine italienische Band mitschicken können, Kane. Für X-Rocks Z-Magazin haben wir schon mal Musik benutzt, um unter eine Trailer zu machen, für ein Video für das Magazin.
Und das ist eine Band, wo ich mich auch sehr viel erhoffe. Vor allem, dass jede Band hat einen Traum und ich will eigentlich ein bisschen daran beitragen, dass dieser Traum auch Wirklichkeit werden kann. Und da sind viele Leute, die mich dabei helfen. Da stehen schon ein paar auch, Mohor und Alexandra. Und da haben wir schon viele Jahre sehr viel Spaß, um miteinander zu arbeiten. Mit Günther haben wir noch mehr Spaß, weil es ist immer schön, um Günther zu treffen. Und wir haben Millionen Ideen und es ist einfach gut, um zu plaudern. Und um zu sehen, dass 3 Jahre später dann auch sowas passiert, so wie hier. Man muss ein bisschen Geduld haben, muss ich sagen, aber es klappt alles dann. So. Perfekt, Menno. Und wie komme ich mit dir in Kontakt? Deine Firma, der Firmensitz ist in Holland. Was mache ich? Ich schicke eine CD zu dir, ein Tape, oder? Man kann vieles machen. Man kann mir eine CD schicken. Man kann sie auch mir in der Hand geben. Oder man kann heutzutage auch übers Internet MP3s oder einen Link zu einer Seite geben. Und wir haben eine E-Mail-Adresse, die sehr, sehr lang ist. Das will ich euch sparen. Aber wir haben auch eine Facebook-Seite. Und wenn man uns dort schreibt, dann wird Alexandra oder ich oder Moher wird die Band antworten und dann würden wir weiter schauen, ob die Band gut in unser Konzept passt und ob wir gut in der Band Konzept passen. Ich finde, dass es am allerwichtigsten ist, nicht alleine, dass es gute Musik ist, aber auch, dass es einen Match, einen Klick gibt, weil ich will, wenn ich das mache, will ich das auch mit viel Freude und Spaß machen. Und ich hoffe, dass die Bands, die mit uns zusammenarbeiten, genauso viel Freude und Spaß haben. So, ich würde auch ein bisschen diese Art von Qualität dran zufügen, sodass dass die Kreativität auch mehr Platz hat, um zu wachsen. Weil vorher habe ich bei einem anderen Label gearbeitet, 20 Jahre, Roadrunner Records, mit Bands wie Nickelback und Slipknot. Da war es mehr geschäftlich und da habe ich viel gelernt, das war gut, aber ich bin ein bisschen Idealist auch da hat mir das Idealistische ein bisschen gefehlt und jetzt, wo ich auf eigenen Beinen stehe, zusammen mit Günthers Beinen und Alexandras Beinen, können wir das so machen, wie wir wollen und eigentlich ist das auch das Ziel für mich und für jede Band, die mit Graviton arbeiten will, ist, dass man seine eigenen Traum oder seine eigenen Wünsche verwirklicht. Und bei unserem Konzept ist auch sehr wichtig, dass die Band auch selber sehr stark daran beteiligt ist und nicht denkt, oh, der Plattenfirma macht alles. Es macht sehr viel Spaß, wenn man, und man lernt auch viel mehr, wenn man mitarbeitet. So, Bands können Facebook, Graviton Music Services, schreiben oder einen Link posten, einen Videoclip posten und so haben wir schon ein paar Bands gefunden, wo wir jetzt schöne Sachen mitmachen. So, ich hoffe, dass auch nach heute wieder mehr Bands sind, die sich bei uns melden. Vorzugsweise schreibt man dir auf Englisch, auf Deutsch oder sprichst du mehrere Sprachen? Niederländisch? Nein, ich spreche kein Wort. Das ist zu schwierig, das kann ich niemandem zutrauen. Aber wir haben in Europa von aller Sprache Leute, oder fast aller Sprache, selbst Baskisch. Alexander und Mohr kommen aus Slowenien. Ich spreche selber Deutsch, Französisch, Steirisch, habe ich gestern ein Wort gelernt. sind Leute, die da so zu... und man kann in jeder Sprache schreiben. Ich finde es auch schön, um wieder neue Sachen zu lernen, so... Sprache ist nur da, um zu kommunizieren und wie das läuft, das ist dann die Sache für danach. Sollte ganz spontan sein. Okay, sehr schön. Also du bist sehr offen, Menno, total sympathisch, man muss sich nicht fürchten. Was gefällt dir denn heute sehr gut am X-Rock Circus oder was erwartest du dir noch vom heutigen Abend? Was ich noch erwarte, ich war sehr überrascht, wo ich das letzte Mal noch auf die Seite geguckt habe und da gesehen habe, dass St. Lou spielt. Das waren sehr schöne Videos, so ich freue mich auf diese Videos. Ich habe vorher Koi gesehen, fand ich auch super viel Energie. Natürlich finde ich es auch schön, um Lars de Heer wieder zu sehen. Und eigentlich das Allerschönste an diesem Abend ist, dass so viel zusammenkommt und dass so viele Leute
so begeistert sind mit alles, was sie machen. Gestern hat Pinky mich vom Flughafen abgeholt. Wir haben auch ganz schöne Gespräche gehabt im Auto. Und es reizt mich auch, wie sie alles so auf die Beine gestellt hat, mit wie viel Leidenschaft. Das ist eine der schönsten deutschen Worte. Es gibt eigentlich in keiner Sprache ein schönes Wort als Leidenschaft für mich. Und das merkt man bei allen Menschen, die hier mitgemacht haben, dass sie das mit Herz tun und dass alles dann auch viel schöner und besser kommt. So, eigentlich erwarte ich Leidenschaft an diesem Abend. Danke, Menno. Okay. Super. Dann hoffen wir auf viel Leidenschaft. Ja. Danke, viel Spaß noch. Danke. Mit dir zu sprechen, ja. Danke. Okay. Ja. Danke. Schönen Abend. Ja, bitte. Danke.